Sollte ich ernsthaft meine Palantir-Aktien verkaufen? Genau das werden wir heute gemeinsam miteinander besprechen. Dabei werden wir als allererstes einmal mein Portfolio anschauen und besprechen hier das Thema Risikomanagement. Als zweites schauen wir uns den Chart von Palantir an, wie sich der Kurs bisher entwickelt hat und wo die Reise vielleicht noch hingehen kann. Als drittes werden wir noch einmal auf die fundamentalen Daten von Palantir eingehen, einfach aufgrund der Risiken und Chancen, die da halt eben gerade bestehen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch ein Fazit von mir. Für alle, die sich jetzt wirklich für Palantir interessieren und auch eine intensive Analyse anschauen möchten, ihr könnt gerne meine alten Videos zu Palantir anschauen. Da gehe ich auch wirklich explizit auf das Geschäftsmodell ein, auf viele verschiedene Kennzahlen und so weiter und so fort. Schaut euch das Ganze gerne an, falls ihr euch dafür interessiert. Wir werden aber jetzt heute keinen Deep Dive machen. Bevor wir jetzt auf mein Portfolio eingehen, einmal ganz kurz vorher erwähnt. Palantir ist ein Softwareunternehmen und das Ziel im Großen und Ganzen von Palantir ist es im Grunde genommen, Daten effizient zu sammeln und zu analysieren, das Ganze anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel können dann dadurch Verbindungen, Muster und Trends erkannt werden und diese anderen Unternehmen können das Ganze dann eben für sich nutzen, um zum Beispiel halt mehr Umsatz zu generieren oder Kosten zu senken und viele andere Vorteile für sich halt eben zu erzeugen. So, dann kommen wir zum ersten Punkt und schauen uns als erstes mein Portfolio an und sprechen über das Thema Risikomanagement. Ich habe jetzt hier extra einmal mein Depot von Trade Republic aufgemacht und viele von euch, die sich auch meine alten Videos anschauen, wissen, dass ich auch zum Beispiel andere Depots habe, wie bei der Comdirect und so weiter und so fort. Bei Trade Republic halte ich nur meine Palantir-Aktien, das sind insgesamt 104 Stück und ich bin schon echt ordentlich im Minus mit 57%. Gleich besprechen wir auch noch das Thema Risikomanagement. Mein Durchschnittseinkaufkurs liegt bei ungefähr 18 Euro. Wenn wir aber mein Gesamtportfolio betrachten, und hier muss ich ganz deutlich sagen, ist meine Immobilie und mein Cash, also wirklich sowas wie Tagesgeld, Sparbuch und so weiter und so fort, nicht mit inbegriffen, dann sieht das Ganze gar nicht so dramatisch aus. Ihr seht, wo mein Geld hier investiert ist, und zwar in Palantir-Aktien, in Tesla-Aktien, auch ein paar Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum und so weiter und so fort. Man sieht aber auch ganz klar, dass Palantir eigentlich nur einen ganz kleinen Teil von meinem Portfolio ausmacht. Ungefähr 2% macht das Ganze insgesamt von meinen Investments aus. Und das größte oder der größte Teil des Kuchens ist halt eben Tesla. Genau wie ich das halt in vielen Videos immer wieder erwähne, euch immer wieder mein Comdirect-Depot zeige. Ich sage halt quasi das, was ich am Ende des Tages auch mache und halte mich auch daran. Sollte sich irgendwas an meinem Portfolio ändern, dann seid ihr natürlich auch die Ersten, die davon erfahren. Das heißt, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren mit Glocke. Dann bleibt ihr auch up to date, komplett kostenfrei. Ich werde euch auch nicht zuspammen mit Finanzkursen und Tradingkursen, was es sonst noch so alles gibt. Schaut euch also meine nächsten Videos auch gerne an mit den ganzen verschiedenen Tipps, die ich euch gebe und natürlich den Updates zu meinem Portfolio. Wichtig an der Stelle ist aber eben zu verstehen, wie man sein Risiko managen kann. Und ich bin mir bei Tesla sehr, sehr sicher gewesen, dass Tesla abgehen wird. Ich bin mir sehr, sehr sicher gewesen, dass ich mit Tesla Profit machen kann. Ich habe auch für viele von euch, die sich zum Beispiel meine alten Videos nicht angeschaut haben, mit Tesla sehr, sehr viel getradet, habe damit auch eine Menge Cash gemacht, also sehr, sehr viel Gewinn mitgenommen. Hat mir unter anderem natürlich geholfen jetzt für mein Haus. Aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, einfach ein langfristiges Investment bei Tesla zu platzieren, weil dieses Hin- und Her-Traden am Ende des Tages schon sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. Ist für mich einfacher, einfach Investment zu tätigen und das liegen zu lassen. Ihr könnt ja für euch entscheiden, was ihr besser empfindet. Könnt es auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Aber daher bin ich auch noch mit meinem Gesamtportfolio immer noch weit im Plus. Das Ganze kann sich natürlich jederzeit ändern, falls Tesla dann eben auch noch weiter abstürzt. Jeder von euch, der jetzt Tesla mitverfolgt hat, weiß, dass der Kurs auch in letzter Zeit sehr, sehr stark nach unten geschmolzen ist. Genauso sieht es auch natürlich bei den Kryptowährungen aus, also zum Beispiel Bitcoin, da habe ich mein Investment verzehnfacht. Das Ganze geht natürlich auch noch sehr, sehr weit nach unten derzeit. Da muss man auch gucken, wo das Ganze ankommt. Da ich aber langfristig investiere, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, mache ich mir derzeit noch nicht wirklich Sorgen. Und ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare wieder reinschreiben, ob ihr Angst habt bei Palantir, ob ihr in Panik geraten seid, schon verkauft habt, beziehungsweise bei welchen Kursen seid ihr eingestiegen und was ist eure Strategie für Palantir. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, zu dem Chart von Palantir. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann muss man einfach ganz klar sagen, sieht es natürlich echt schrecklich aus. Wenn ich hier einmal so eine Preisspanne ziehe vom Allzeithoch bis jetzt, wo wir quasi uns jetzt befinden, dann sind wir bei ungefähr minus 82, minus 83%. Das tut definitiv weh. Man sieht auch ganz klar, dass der Trend hier nach unten geht. Wir schauen uns hier auch einmal gleich den Wochenchart an mit den MACD-Linien, um zu sehen, wie eindeutig der Trend da eben aussieht. Kurzfristig haben wir hier jetzt einmal so einen kleinen Bouncer, wo man dann sieht, dass der Trend hier nach oben geht. Man muss aber ganz klar sagen, wir haben hier jetzt sofort direkt eine Resistance-Linie. Die letzten zwei Quartale waren nicht so gut. Ja, marktwirtschaftlich muss man ganz klar sagen, dass der gesamte Markt jetzt derzeit sehr, sehr stark leidet.
Dementsprechend würde ich mir jetzt hier nicht allzu viel Hoffnung machen. Und wenn ich jetzt einmal auch noch den Wochenchart aufmache, dann sehen wir, dass der Trend hier ziemlich eindeutig ist, dass wir hier wirklich einfach nur nach unten gefallen sind. Kurzfristig hatten wir hier schon mal so einen Bouncer gehabt, wo man hätte denken können, okay, jetzt geht es aber nach oben. Habe auch tatsächlich selber auch ein bisschen da mit reingeschaut. Aber aufgrund des Gesamtmarktes, der jetzt einfach derzeit leidet, weil einfach zu viele Probleme gerade da sind, muss man einfach sagen, hat Palantir natürlich auch keine Chance. Und das hängt nicht damit zusammen, dass Palantir ein grottenhaftes Unternehmen ist oder ein super schlimmes Unternehmen. Dann würden ja wirklich alle Tech-Unternehmen derzeit sehr, sehr scheiße sein. Das auf gar keinen Fall, Leute. Das muss man einfach mitbedenken. Wir werden aber auch auf jeden Fall auf die fundamentalen Daten eingehen und das Ganze uns auch einmal anschauen, warum denn der Kurs so weiter nach unten schmilzt. Man sieht hier auch bei den MACD-Linien, dass das Ganze jetzt erstmal in so einer Seitwärtsbewegung ist, kreuzt sich so ein bisschen, als wäre hier so ein Move, der jetzt quasi nach oben geht, jetzt kurz vor den Earnings. Da würde ich aber tatsächlich erstmal nicht einsteigen. Ist keine Finanzberatung, keine Finanzempfehlung. Ihr müsst eure eigene Analyse machen. Ich aber persönlich würde das Ganze nicht machen, einfach aufgrund dieser Resistance-Linie, die wir jetzt hier haben. Die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass wir da wirklich abprallen und nach unten fallen. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe für einen Trade oder erstmal für einen Einstieg, ist, wenn wir das Ganze hier einmal durchbrechen, antesten und dann halt wieder nach oben gehen, dann würde es Sinn machen, hier zum Beispiel wieder eine Position aufzumachen. Oder wenn man jetzt sagt, man will das Ganze langfristig halt eben mitverfolgen, dann würde ich mir wirklich erstmal anschauen, dass wir die Earnings haben und wenn der Kurs dann weiter nach unten geht, dann halt eben Dollar Cost Averaging betreiben und den Kurs so verbilligen. Dann kommen wir jetzt auch schon zum dritten Punkt und schauen uns einmal die fundamentalen Daten von Palantir an, mit den Risiken, mit dem Potenzial, wo könnte das Ganze sich hinentwickeln, beziehungsweise auf welche Zahlen sollte man ganz genau achten. Und man muss hier einfach sagen, Palantir ist ein Wachstumsmonster, ist ein Growth-Unternehmen. Wenn man sich hier die Zahlen anguckt, also zum Beispiel den Umsatz, dann sieht man, dass von 2019 auf 2021 der Umsatz sich mehr als verdoppelt hat, ist schon sehr, sehr krass. Wir sehen auch jetzt, dass der Umsatz sehr, sehr stark steigt. Also das ist extrem. Wenn wir uns die Financial Reports von Palantir anschauen, dann sehen wir auch, dass das Q1 2022 auch sehr, sehr gut läuft, dass hier der Umsatz schon um 31% gesteigert werden könnte. Die brechen das Ganze auch einmal auf. Hier einmal in den kommerziellen Bereich und in den US-kommerziellen Bereich. Der US-kommerzielle Bereich ist natürlich sehr, sehr krass. Da muss man schon das erste Problem ansprechen von Palantir. Und zwar wollen die zum Beispiel nicht in China expandieren, beziehungsweise nicht mit China zusammenarbeiten. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt. Da muss man halt einfach Sachen sagen, da wird sehr, sehr viel Potenzial liegen gelassen. Und im Grunde genommen ist das größte Potenzial bei Palantir halt eben der kommerzielle Bereich. Die haben einen staatlichen Bereich und einen kommerziellen Bereich. Und der staatliche Bereich ist jetzt kurzfristig vielleicht relevant für die Ziele, beziehungsweise für die Zahlen. Aber langfristig gesehen, damit das Ganze halt wirklich exponentiell steigen kann, vor allem im Umsatz, ist halt eben wirklich der kommerzielle Bereich der Fokus für alle Investoren. Dementsprechend sieht man jetzt gerade wirklich immer wieder einen Kursrückgang bei Palantir, weil halt eben dieses Thema zwischen kurzfristig staatliche Einnahmen und langfristig kommerzielle Einnahmen noch nicht wirklich zusammengekommen ist. Also wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann sehen wir, dass der staatliche Teil halt gerade mal um 16% gewachsen ist. Wenn man sich das Ganze bei den Zahlen anschaut, dann sieht man, dass das jedes Mal immer weiter nach unten fällt und kurzfristig gesehen steigt der kommerzielle Bereich nicht so stark an, wie der staatliche Bereich gerade eben fällt. Dementsprechend muss man halt einfach sagen, strafen viele Investoren die Aktie derzeit ab. Außerdem ist bei Palantir noch ein gewisses Risiko vorhanden, beziehungsweise ein Problem, was vielen Investoren so flau im Magen liegt. Und zwar einmal das Thema Net Loss, beziehungsweise halt die Nettoeinnahmen sind immer noch negativ. Wenn man sich jetzt Q1 anschaut, dann sieht man, dass da wieder ein Verlust ausgewiesen wurde. Und das in einem so unsicheren Markt, den wir jetzt derzeit haben, veranlasst natürlich sehr, sehr viele Investoren da auszusteigen, weil die halt eben eher in sichere Investments flüchten möchten und dementsprechend ist das halt eben kein sicheres Investment. Es gibt aber noch ein weiteres Problem und das könntest du sogar vielleicht irgendwo gehört haben und zwar sind das die Stock-Based Compensations. Und zwar geht es hier um das Thema, dass halt eben sehr, sehr viel verwässert wird seitens Palantir. Im Grunde genommen werden halt die Angestellten damit belohnt mit Aktienanteilen, Aktienoptionen, Paketen, wie auch immer. Und das verwässert dementsprechend natürlich auch den eigenen Anteil, falls man jetzt Aktien hat, den eigenen Anteil an den Gewinnen von diesem Unternehmen. Das gefällt sehr, sehr vielen Investoren nicht. Das verwässert das Ganze und dann werden auch viele Investoren unglücklich sein. Die Kurse brutzeln einfach nur so nach unten. Man muss hier aber ganz klar sagen, dass das eigentlich von der Strategie von Silicon Valley, von Tech-Unternehmen oft so gemacht wird oder beziehungsweise sehr begehrt ist, vor allem bei diesen ganzen Tech-Leuten. Denn wenn die selber zum Beispiel Aktienpakete oder Aktienoptionen haben,
haben, dann haben die natürlich auch ein sehr, sehr großes Interesse daran, in diesem Unternehmen zu bleiben und auch das Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Das heißt, die eigene Motivation ist halt um einiges höher, das muss man einfach ganz klar sagen, und dementsprechend ist das Ganze auch ein zweischneidiges Schwert. Zusätzlich kommt noch ein etwas kleinerer, weiterer negativer Punkt bezüglich des Risikos, und zwar geht es hier einmal um die Kunden, beziehungsweise das Risiko von Palantir wird noch nicht so stark gestreut, wie viele sich das Ganze halt eben wünschen. Man muss das Ganze so sehen, dass sehr wenige Kunden sehr viel Umsatz bei Palantir generieren. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, sollte einer dieser Kunden dann am Ende des Tages wegfallen, warum auch immer, dann wird auch der Umsatz überproportional leiden. Das muss man einfach sagen, der wird dann halt natürlich sehr, sehr stark wegbrechen. Das ist ein gewisses Risiko, was man auf jeden Fall bedenken sollte. An der Stelle muss man aber auch fair sein und sagen, dass Palantir sehr, sehr stark daran arbeitet. Und wenn wir uns die letzten Zahlen hier einmal anschauen von Q1 2022, dann sehen wir, dass auch 40 neue Kunden dazugekommen sind und dass das jetzt mittlerweile schon ein Wachstum von Jahr zu Jahr von 86% darstellt. Man sieht auf jeden Fall, dass es nicht einfach nur schwarz oder weiß ist, sondern das Ganze hat wirklich sehr viele verschiedene Graustufen. Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Was mir noch einfällt, was ich sehr positiv finde und was viele Investoren natürlich auch sich immer wieder anschauen, ist auf jeden Fall der freie Cashflow, und wenn wir uns den freien Cashflow hier einmal anschauen, dann sehen wir, dass schon 2021 der Cashflow positiv gewesen ist. Das ist natürlich extrem wichtig, vor allem in den Zeiten, die wir jetzt halt derzeit haben, wie vorher schon angesprochen, und wir sehen auch, dass zum Beispiel jetzt 2022 der freie Cashflow halt auch noch da ist und das Ganze sieht auch weiterhin positiv aus. Das sollte man auf jeden Fall im Auge betrachten. Übrigens, das mit den Stock-Based Compensation, muss man auch dazu sagen, ist um einiges geringer geworden, wenn man sich das Ganze einmal anschaut. Dann sieht man, dass in den letzten Jahren die Stock-Based Compensations gesunken sind, also dass das wirklich kleiner geworden ist. Palantir arbeitet daran. Wo es natürlich einem auffällt, ist im Jahr 2020. Da war es extrem, muss man fairerweise ganz klar sagen. Aber wie erwähnt, Palantir arbeitet daran und es sinkt weiter und weiter. Das heißt, wir müssen das ganz genau im Auge behalten, weil man im Grunde genommen nicht unendlich weit verwässern kann. Also die können nicht unendlich Stock-Based Compensations weiter betreiben, weil man dann als Aktionär ja von diesem Kuchen, von dem Gewinnkuchen irgendwann ja gar nichts mehr sehen wird. Und das Ganze muss ausgeglichen werden halt mit dem Wachstum, was wir auch derzeit sehen bei Palantir. Soweit alles gut, aber wir müssen es weiterhin ganz genau im Auge behalten. Wenn ihr Lust habt, weiter so geupdatet zu werden, dann abonniert natürlich gerne meinen Kanal und dann wisst ihr auch ganz genau, was ich jederzeit von Palantir halte, beziehungsweise generell von dem gesamten Markt. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss, zu meinem Fazit. Ich werde persönlich Palantir nicht verkaufen. Ich werde Palantir weiter so in meinem Depot behalten, werde mir das Ganze weiter anschauen, vor allem die nächsten Earnings werde ich mir anschauen, muss dann eben gucken, wie der Kurs sich weiterentwickelt. Mein einziges Problem derzeit ist, ich habe kein Geld, weil ich einfach ein Haus gekauft habe, sehr, sehr viele Ausgaben bezüglich meines Hauses habe. Ich werde dieses Jahr heiraten. Das kostet auch enorm viel Geld, weiß vielleicht der ein oder andere von euch. Dementsprechend kann ich nicht weiter Dollar-Cost-Averaging betreiben. Sobald meine Hochzeit vorbei ist, kann ich wieder schauen, dass ich Geld zur Seite tue und das Ganze dann halt eben wieder reinvestiere. Außerdem investiere ich natürlich auch tatsächlich viel in YouTube. Weiß nicht, ob das der ein oder andere weiß oder ob es dem einen oder anderen auffällt, aber das Equipment, was ich hier habe, kostet auch einiges an Geld. Ich habe mir zum Beispiel hier so ein MacBook gekauft, das kostet auch über 2000 Euro. Also das heißt, ich muss schon gucken, dass ich mein Geld irgendwie sinnvoll überall hinstecke und kann nicht unendlich viel halt in einzelne Aktien investieren. Ihr könnt mir gerne eure Strategien verraten, vielleicht auch andere Unternehmen, Kryptowährungen, die ihr auf dem Schirm haltet, die ich analysieren soll. Die könnt ihr dann natürlich euch gerne auf diesem Kanal anschauen. Wie gesagt, wenn ihr den Kanal halt abonniert, mich unterstützen könnt ihr gerne mit einem Kommentar und einem Daumen nach oben. Freut mich dann natürlich jedes Mal. Ich antworte euch auch gerne auf euer Feedback und freue mich auf das nächste Video.